Hallo, meine Lieben. Heute sage ich euch ein Erfolg, und zwar wie der Erfolg chromatische Kalibrierung Ektoplasma-Brillen funktioniert. Dieser Erfolg ist super einfach und er funktioniert so: Ihr müsst Ingenieurskunst lernen mit irgendeinem Char nach eurer Wahl, und dann müsst ihr zur Schattenlande und dort Ingenieurskunst beim Lehrer lernen. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr zuerst mal den Skill 85 erreichen. Das ist auch nicht mega schwer, also es dauert vielleicht eine Stunde. Kann man alles im Auktionshaus kaufen. Als Ingenieurskunst haben wir hier ein Auktionshaus direkt nebenan. Dann kann man das da kaufen. Genau. Dann macht ihr das zuerst hoch, und danach, wenn ihr 85 erreicht habt, lernt ihr automatisch diese 4 Rezepte, die ihr für den Erfolg hier braucht. Ihr könnt die Sachen auch im Auktionshaus kaufen, denn ich glaube, das sind ganz normale Materialien, die man einfach kaufen. Das heißt, die werden wir jetzt einmal kaufen und dann die herstellen, und dann haben wir eigentlich den Erfolg schon erreicht. Einen schönen Tag noch! So, jetzt seht ihr, wir haben jetzt alles aus dem Auktionshaus gekauft, und dann brauchen wir noch einen Amboss, der ist hier hinten, und dann können wir die herstellen. Jetzt könnte man hier natürlich noch zusätzliche Sachen hinzufügen, aber das brauchen wir nicht, weil wir wollen ja nur den Erfolg haben. Ja, und dann habt ihr auch den Erfolg. Ist, wie gesagt, super einfach. Ihr müsst einfach nur den Beruf lernen. Auf 85 hochskillen, was auch echt nicht lange dauert und nicht schwer ist. Und dann bekommt ihr automatisch diese Rezepte. Und dann habt ihr den Erfolg. Durch den Erfolg habt ihr jetzt hier noch dieses Transmog bekommen. Können wir uns gleich anschauen, wie das aussieht. Und man sieht es hier eigentlich schon recht gut. Wir sehen das kurz. Meine Mage an. Hier. Und so sieht das danach aus. Wer Bock hat, dieses Transmog zu holen, jetzt wisst ihr wie. Wie gesagt, super easy. Ja. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss.